Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Wollen die KfW mal an? Ja? Genau. Also, KfW, wofür steht KfW überhaupt? Das ist Kreditanstalt für Wiederaufbau. Und die haben verschiedene Förderprogramme. Also irgendeinen Cash-Zuschuss gibt es eigentlich nicht mehr. Ja? Früher gab es mal den Paragraphen 7b, ja? 10e danach. Genau, und danach gab es die Eigenhandzulage. Und die ist seit 2005 auch nicht mehr. Das Einzige, es gibt eben von der KfW etwas zinsreduzierte Darlehen. Ganz netter Kunde, Neubau, sagt der Herr Schmidt, ich will unbedingt das KfW-Darlehen. Ich so, welches? Ja, das da mit dem Zinssatz 1,45%. So, ja, können wir machen. KfW habe ich Ihnen ja sowieso mit eingegangen. Aber Sie haben das teurere. Ich so, ja. Ich so, wir können das andere nehmen, aber dann haben Sie statt 200 Euro Rate 600 Euro Rate. Nö, dann will ich das doch nicht. Ja, das war ein spezielles Programm, was Sie wirklich auch innerhalb von 10 Jahren zurückzahlen müssen. Das heißt, die Tilgung war plötzlich so. Ja, aber er hat sich einfach nur die Tabelle genommen, hat gesagt, da ist der niedrigste Zinssatz, darf ich haben. Wir brauchen immer mehr Zeit, das ist ganz wichtig. Das heißt, die KfW-Mittel müssen Sie beantragt haben, bevor Sie kaufen. Sie können also jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt mal zum Notar und spreche mit meiner Bank erst eine Woche später. Dann geht das nicht mehr. Die KfW sagt immer, das muss von vornherein beantragt sein. Nochmal mit anderen Worten, das heißt nur, ich muss den Antrag gestellt haben, bevor der Notartermin. Genau, ganz genau. Irgendwie dann noch 2 Wochen vorher oder so, wenn dann. Nee, es gibt auch mal einen Banker, der sagt dann, selbst wenn Sie vielleicht schon beim Notar waren, dann schreibt er eben sich als Notiz, hab mit dem Kunden, wenn Sie am 1. oder am 2. April beim Notar waren, dann schreibt er sich eben eine Handnotiz und sagt, am 28. mit dem Kunden besprochen. Geht auch. Also auch die KfW kocht nur mit Wasser. Brauchen wir ein bisschen Luft? Wir bauen Ihnen hier gerne einen Tisch auf, also. Kamera läuft auch. Ich habe heute zum ersten Mal live ein Seminar bei dem Herrn Schütt mitgemacht. Herr Schütt hat genau das quasi so gebracht und gezeigt, was ich von seinen vielen Videos auf YouTube schon kannte.